Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, geboren in der Stadt Davids. Mit dieser Botschaft zu Weihnachten heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu Hause an Ihren Bildschirmen, Laptops oder wo auch immer Sie gerade sind. Weihnachten ist dieses Jahr anders, aber es ist. Es ist Heiligabend und so wollen wir heute die Geburt Jesu Christi feiern. Wir feiern sie zusammen in diesem Gottesdienst mit den Gemeinden aus Gützow und aus Düneberg und Lauenburg. Wir feiern sie im Namen unseres Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese die Weihnachtsgeschichte, wie sie aufgeschrieben steht, bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und sie geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede und die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Es ist ein großer Sturm, aus sein.
Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Dieses Engelswort ist das erste gesprochene Wort der Weihnachtsgeschichte. Das Neugeborene, der Christus, der erwartete Messias, hat seine Insignien, seine Zeichen, an denen man ihn erkennt. So wird es den Hirten gesagt, und das sei euch ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Lächerliche Würdezeichen, Kinder, Windeln und ein Futtertrog. Wenn sich einer eine blasphemischere Verhöhnung von Glanz und Herrlichkeit Gottes ausdenken wollte, könnte er es nicht besser und ironischer tun, als Gott es in der Weihnachtsgeschichte selbst getan hat. Dem erwachsenen Jesus haben die Menschen gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, gib uns ein Zeichen deiner Macht. Steig herab von der Qual deines Kreuzes, verwandle die Steine in Brot, das du zu essen hast, und stürze dich vom Felsen, es wird dir nichts passieren. Welch ein Irrtum! Diesem Sohn Gottes stieß fast alles zu, was einem Menschen zustoßen kann. Es ist ein fremder und zärtlicher Gedanke, dass unser Leben und dass die Welt nicht gerettet werden durch die Macht des Mächtigen, sondern allein durch die Teilnahme Gottes an unseren Ohnmachten und an unserem Leiden. Dies soll keine Verherrlichung der Ohnmacht sein. Die Liebe, die sich gleich macht, die zwischen sich und seinem verlorenen und gequälten Geschöpfen nicht unterscheidet, das sagt uns das kleine Christkind in seinen Windeln, in seinem Futtertrog, auf all seinen Fluchten und mit seinen Tränen, hat erlösenden Charakter und bringt schließlich Frieden. Gott hat sich mit Jesus total in diese Welt und unser menschliches Leben hineinbegeben, eingemischt, vermischt. Er hat gelernt, was Hunger und Durst, Einsamkeit und Folter sind. Gott blutet in unseren Wunden, leidet unsere Krankheit, er wird geschlagen in der Folter der Menschen und entbehrt des Brotes, wie die Kinder in Kriegs- und Hungergebieten. Ob Menschen Brot haben oder nicht, ob sie geschlagen werden oder ob sie in Ruhe leben können, ob sie Arbeit haben oder nicht, das alles ist seit dem Weihnachtsabend eine spirituelle Angelegenheit geworden. Jesus hat gesiegt, so erzählt es uns die Bibel später. Er ist auferstanden, schwer zu glauben. Aber wie könnten wir ohne die Hoffnung dieser Weihnachtsgeschichte und der anderen Geschichten leben? Wir können es nicht und ich will es auch nicht. In diesem Sinne, gesegnete Weihnachten. Amen. Hast gegeben.
Nacht, wolkenverhangener Himmel. Kein Stern ist zu sehen. Es ist dunkel, es ist finster. Der Wind hat sich gelegt und dennoch ist es ungemütlich. Das Lagerfeuer gibt nicht so viel Wärme, wie der Hirte benötigt. Er fröstelt. Er verhüllt sich in seine schäbige Decke. Die müsste auch mal wieder erneuert werden, denkt er. Seine beiden Kameraden schlafen. Er ist dran mit der Wache. Die Herde ist ruhig, kein Blöken. Nur hin und wieder bewegt sich ein Schaf. Der Hund ist auch ruhig. Er hat sich in die Nähe des Feuers gelegt. Müde blinzelt er ab und an ins Feuer. Nichts geschieht. Eine stille Nacht. Der Hirte hat Zeit. Zeit zum Nachdenken. Deshalb mag er diese Nächte. Diese stillen Nächte. Aber er hat auch Angst vor diesen stillen Nächten, in denen die Gedanken kreisen und zu keinem Ziele kommen. Das ist nun sein Leben, Tag aus, Tag ein. Schafe und Ziegen hüten, in der kalten Jahreszeit den Stall reparieren, ausmisten. Es sind nicht seine Tiere, es ist nicht seine Herde. Es sind die Tiere der Vermögenden aus Bethlehem, die er hütet. Für ein bisschen Geld, für ein bisschen Brot, für ein bisschen Wolle, für einen Krug Ziegenmilch am Tag. Er ist alt geworden. Er besitzt nichts, kein Schaf, keine Ziege, nicht einmal ein Obdach. Hin und her wird er geschubst, kein einfaches Leben als Tagelöhner. Auf dem Markt rümpfen die Menschen die Nase. Er hat den Geruch der Tiere angenommen, klar, wenn man Tag und Nacht mit ihnen zusammen ist. Die Menschen nutzen seine Arbeitskraft, aber deswegen gilt er dennoch nichts. Er ist nur ein Hirte. Er fühlt sich oft allein, kaum wahrgenommen. Ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft, er gehört nicht dazu, darf nicht dazu gehören. Dabei wäre er so gern mit dabei. Wenn im Dorf etwas gestohlen wird, klar, die Hirtin war er verdächtigt. Es ist kein leichtes Leben. Diese stille Nacht und die Gedanken, sie kreisen. In Jerusalem soll es prunkvoll sein, der Palast, die steinernen Häuser. Zum Passafest war er einmal dort, im Tempel. Das hat ihn zutiefst berührt. Die Priester, die Opfergaben, das Gewusel, das viele Geld, das im Tempel geopfert wurde. Die Priester sagten, das ist alles für Gott. Die Hirte weiß nicht so recht. Gott ist so fern. Er hat nur den Priester gesehen. Weiß Gott überhaupt, dass er hier sitzt und die Gedanken kommen? Die Nacht ist still, aber es ist heute nicht tröstlich für ihn. Er fühlt sich allein. In Jerusalem regiert der König. Auch er wirtschaftet mehr für sich. Die Welt ist ungerecht. Und nicht zuletzt haben die Römer das Sagen, seit sie das Land besetzten. Im Tempel hat der Priester aus einer Schriftrolle vorgelesen. Als er die Worte hörte, hat ihn das froh gemacht. Jetzt in dieser Nacht erwärmt die Erinnerung daran sein Herz. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Schöne Worte, denkt er. Die vertrösten, ja, ja. Plötzlich wird es viel unruhig. Mit einem Mal erfüllt auch ihn eine große Unruhe. Diese stille Nacht ist auf einmal nicht mehr still. Etwas geschieht. Was ist los? Nähert sich ein wildes Tier? Er springt auf. Er greift in den spitzen Hirtenstab. Ein helles Leuchten am Himmel. Nein, der Himmel ist Licht. Glänzend, freundlich, hell, warm. Was ist das? Mitten in diesem Licht hört er Worte, eine Stimme, klar und deutlich. Hab keine Angst. Gute Nachricht. Kind geboren. Heiland. Sohn Davids. Windeln. Krippe. Friede auf Erden. Er will seine Kameraden wecken, doch die stehen schon neben ihm. Die Augen weit aufgerissen. Die Münder vor Staunen weit geöffnet. Einer kniet nieder und nimmt seine Kopfbedeckung ab. Die anderen tun es ihm nach. Sie hören Musik, sie hören Gesang, als ob der Himmel voller Stimmen wäre.
tief eingebrannt ins Herz. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren, diese eine Stimme. Es ist ihm, als hätte Gott mit ihm gesprochen. Zu ihm, dem Hirten, diesem Vergessenen, mitten ins Herz haben die Worte getroffen. Sein Hoffen wird übermächtig, sein Sehnen wird stark, diese Wärme, die sich überall in seinem Körper ausbreitet. Er spürt, Gott ist nah, hier bei ihm, im Licht, in den Worten, in dieser stillen Nacht, die nun voller Gesang und Licht ist. Das Dunkel ist dem Licht gewichen, die Ferne der Nähe, das weiß er plötzlich. Euch ist der Heiland geboren? Heiland, einer, der rettet. Einer, der heilt, einer, der erlöst. Ist das, was der Priester im Tempel aus der Buchrolle gelesen hat, wahr geworden? Gott hat ihn nicht vergessen, Gott ist da, hier in seinem Leben. Das ist eine besondere Nacht, nicht nur eine stille Nacht. Nein, es ist auch eine heilige Nacht für den Hirten geworden. Und er geht los. Gemeinsam gehen sie los. Hin zum Stall, hin zum Licht. Wäre ich ganz sicher weggelaufen.
Wann immer es brenzlig wurde im Leben, habe ich mich eilig davon gemacht, mich weggeduckt, klein gemacht, um so jeder Verantwortung zu entgehen. Doch jetzt liegt da ein Wunder im Stroh und meine Augen können nicht anders als hinsehen. Auf diese winzig kleinen Hände und diese winzig kleinen Füße und dieses unschuldige Gesicht. In meinen Ohren klingt das zufriedene Schmatzen des Kindes wie Zukunftsmusik. Das könnte ganz schön sein mit uns dreien, denke ich, und nehme die winzigen Finger zwischen meine eigenen und streichle ganz sanft über sie. Wir gehören zusammen, sind Mutter, Vater, Kind und viel mehr. Lass sie doch kichern und tuscheln und mit dem Kopf schütteln und fragen, wie das mit der Vaterschaft denn nun eigentlich sei. Auch dann gehören wir zusammen. Auch wenn die Welt noch nicht so weit ist zu begreifen, dass Familie mehr als nur genetische Verwandtschaft ist, auch dann gehören wir zusammen. Denn der Schatten des anderen ist in Wirklichkeit Licht. Und das schimmert wie der Regenbogen. Das jedenfalls sagt der Engel, der mir im Traum nachts begegnet. Fürchte dich nicht. Weglaufen gilt nicht. Wenn Gott in die Welt kommt, dann bist du gefälligst dabei. Und so bin ich hier, jetzt, nachts im Stall, Zeuge des Allerunglaublichsten, was mir im Leben je passiert ist. Beim Anblick des Kindes in der Krippe merke ich, aus meiner Schwäche ist Stärke geworden, aus meiner Angst tiefe Entschlossenheit, aus meinen Zweifeln Zuversicht und aus meinem Unwohlsein innere Ruhe. Und aus diesem Kind, das will ich meinen, wird mal der Retter dieser Welt. Amen. Christus ist geboren. Lasst uns ein Licht anzünden und bitten. Für die Kinder überall in der Welt, dass ihre kleinen und großen Hoffnungen nicht enttäuscht werden, dass sie in eine freundliche Welt hineinwachsen und darin Wärme und Geborgenheit finden. Lasst uns rufen, erhöre uns, Gott. Christus ist geboren, lasst uns ein Licht anzünden und bitten. Für Ehepartner, Familien und andere Lebensgemeinschaften, dass sie Freundlichkeit und Offenheit ausstrahlen, dass sie ihre Konflikte bewältigen mit Vergeben und Liebe, Wege zueinander und miteinander finden und lernen, Enttäuschungen zu verkraften. Lasst uns rufen, erhöre uns Gott. Christus ist geboren. Lasst uns ein Licht anzünden und bitten. Für alle, die um ihres Glaubens und der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und leiden müssen, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren auf eine Welt, in der es gerecht zugeht. Lasst uns rufen, erhöre uns Gott. Christus ist geboren. Lasst uns ein Licht anzünden und bitten. Für die Schuldigen und die Unschuldigen in den Gefängnissen und Haftanstalten, dass sie sich nicht aufgegeben fühlen und verzweifeln, dass sie Menschen begegnen, die zu ihnen stehen und sie aufrichten. Lasst uns rufen, erhöre uns Gott. Christus ist geboren, lasst uns ein Licht anzünden und bitten.
für die Einsamen und die Kranken, für die an Covid-19 Erkrankten, dass sie Menschen finden, die sich ihnen zuwenden und die Mauern des Alleinseins überwinden. Lasst uns rufen, erhöre uns Gott. Christus ist geboren. Lasst uns sein Licht anzünden und bitten. Für die Sterbenden, dass sie nicht allein gelassen werden, sondern menschliche Wärme und Nähe spüren, dass sie ihre Hoffnung auf Gottes Beistand nicht begraben und sich bei ihm in Ewigkeit geborgen wissen. Lasst uns rufen, Herr, erbarme dich. Christus ist geboren. Lasst uns ein Licht anzünden und bitten. Für alle, die eine Veränderung zum Guten erhoffen und bewirken wollen, dass sie den Mut nicht verlieren, sondern gestärkt werden und immer wieder von Neuem beginnen, damit der Friede auf der Erde wirksam und den Menschen Gottes Wohlgefallen zuteil werde. Lasst uns rufen, erhöre uns Gott. Lasst uns gemeinsam beten, in Gemeinschaft mit Christen auf der ganzen Erde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
geht hin in Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen.